Guten Morgen, guten Morgen. Ich grüße euch. Wir haben Freitag heute. Hoch die Hände. Wochenende. Ja, und wir hoffen, dass nächste Woche der Führerschein fertig ist. Dass wir endlich loskommen. Ja. Guck mal, ich hole jetzt gerade mal die Post. Ich guck mal, ob Post da ist. Ich erwarte nichts, aber trotzdem. Alle zwei Tage. Glotzen wir schon mal. Erstmal unten rein, da ist nur Werbung drin. Da ist Emptiness. Emptiness of Emptiness. Genau. Da ist Werbung. Nehmen wir mal mit. Nichts zu holen, nichts zu machen. Ist halt mal gut, wenn keine Rechnung kommen. Kommen auch keine Liebesbriefe. So, jetzt fahren wir wieder zu. Ja, jetzt gehen wir in den Schuppen, mal ein bisschen aufräumen, ein bisschen rödeln. Nichts Besonderes. Ja? Nee, Mama ist hier im Wohnwagen am Dödeln. Hallo, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ich sehe das Spielecenter. Bingo, ja, Bingo ist hier Party. Bingo, Bango. Ich wollte es in den Schuppen anfangen aufzuräumen. Ja, okay. Hallo. Hallo. So schön hier, gemütlich mit der Sitzung. Ja. Gönnt euch, hier ist Werbung, ist was zu lesen. Ja, da wächst das Unkraut hier durch. Ja, ja, wir fangen an. Starten in den Tag. Wo ist der Humi? Murphy? Etty? Da ist er, er war baden, dachte er. Humi, wo warst du? Okay. Der Etty kommt, der ist nass. Wir sind im Schuppen zugange und ich habe euch wieder nicht mitgenommen. Die kannst du vielleicht mal einfach hinschmeißen für Livia, wenn nicht tun wir sie wegschmeißen. Ja? Was für ein Sitz hier? Ja, ja, pack mal aus, schmeiß mal hin. Mit viel oben hingebracht, aufgeräumt. Und hier geht es jetzt weiter. Genau, aus unserer Küche sind noch so alte Teile hier. Ich schmeiße jetzt alle weg. Wir schrauben das vielleicht nicht. Das Gitter, meine Güte. Mann, Mann, Mann. Da sammelt sich ganz schön viel Scheiß immer an. Das ist Müll, Müll, Müll. Ja, so geht's hier voran. Sieht jetzt. Auf dem Dachboden oben auf. Dann war alles Snowboard ist noch und Reifenersatzteile vom Wohnwagen. Alte Rohre vom Pool, was wir nicht brauchten. Das sortieren wir alles ordentlich weg jetzt. Mein Rennrad kannst du mir mal hochgeben, Kalle. Ja. Wo steht das? Okay. Da unten. Wir alles jetzt hier hoch. Einfach. So. Weiter geht's im Takt, wo der Koch die Köchin packt und von hinten auf den Nacken klopft. Oder so. So, ich gehe jetzt mal zum Wohnwagen. Und nämlich die Gasleitung umbauen. Immer noch die türkische dran. Das geht ja nicht. Wir nehmen ja nicht die türkische Flasche mit. Wir wollen ja die deutsche wieder dran machen. Jetzt wollte ich mal gucken. Wir haben nämlich ein paar alte Klappstühle, Campingstühle gehabt, die wir nicht mehr brauchten. Haben die einfach eine Straße gestellt. Und die sind echt mitgenommen worden. Die waren eigentlich noch okay, aber wir haben so viele. Und das wäre eine Schade, wenn die verrotten. Und so sind sie weg. Das ist hier in Ungarn ganz unproblematisch. Da freuen sie jetzt noch welche. Konnten sie drin liegen, jetzt nicht bis 120 Kilo. Aber der Papa konnte dann auch grenzwertig drin liegen. Genau. So, dann nehmen wir die Garage auf. Da haben wir die Gasflasche dran. Alte Kabel noch dran aus der Türkei. Das müssen wir abmachen. Genau. Zack. Aber das ging gar nicht mehr ab. Das müssen wir abschneiden. Das war letztes Mal auch schon. Ein bisschen überstülpen.
Sind wir mit Feuerzeug. Oh, seid ihr da? Super. Habt ihr gar nichts gesehen? Ja, wir müssen es wieder abschneiden, weil das ist zu stramm. Hier habe ich keinen Bock drauf auch. Zack. 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 Haben wir da mal Geschenke gekriegt von dem türkischen Gasverkäufer, der uns das installiert hat. Und ja, haben wir noch genug Meter dran. Das kostet da drüben irgendwie nichts. Da haben wir, glaube ich, 10 Euro gezahlt mit Wechsel. Jetzt wird das wieder ausgesagert. Jetzt kommt hier der Deutsche wieder dran. Genau. So, mal. Zweite Rotzlange vergessen, die muss ich noch mal eben holen. Haben wir. Keine Rotzlange gefunden, habe ich die Maulschlüssel mitgenommen. Was haben wir hier? 13er. 17er wahrscheinlich zu groß. 15er. 16er ist wahrscheinlich auch zu groß. Ja, viel zu groß. Bänder muss ich auch noch drücken. Die Befestigungsbänder. Ist das so wichtig? Locker. Letztes Mal glaube ich auch so. Schon mal die Befestigungsbänder. Und mach die Flasche mal richtig fest. Dann zeige ich euch das Ergebnis, wenn ich das anmache. Machen wir mal fest hier. Machen wir mal gucken, ob da was rauszischt gleich. Drin ist. Komisch, aber ist ja gut. Besser so als andersrum, wohl. Das muss wieder weggepackt werden. Ich glaube, das Sandspielzeug, das können wir auch hier lassen. Halt vom Eddies Pool. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht. 3 Eimer reichen auch für die Reise jetzt. Nehmen wir immer fürs Abwassertaxi. Weil das Schlauch da kaputt ist. Genau. So. Das ist mein Kaffee, habe ich gerade nicht ausgetrunken. Ja, viel warm. Irgendwie schwül. Mama, hast du mal kurz? So, wollen die Mutti fragen, was wir davon noch brauchen. Fertig sind wir im Schuppen mit den Nerven. Ja, jede Menge zum Verbrennen, wie ihr seht. 2 Teppiche, Kartons ohne Ende. Aber dafür ist jetzt hier wieder Klamauk und Klarschiff. Genau. Packen wir den hin. Oder wo ist der? Ist noch ganz nass, der muss man draußen stehen. Bleib vielleicht so rum, dass der in der Sonne liegt. Ja. Achso, ich dachte gerade, was läuft da für Wasser? Oder ist da die Pumpe? Machen wir mal aus jetzt. Genug gelaufen. Ui. Ja, ihr lieben, lieben, liebenden, Feierabend bei uns für heute. Es reicht. Genau, haben viel geschwitzt heute, aber nützt ja nichts. Da fahren wir aber drin und auch hier im Schuppen vor allem Klarschiff gemacht.
Das muss man alles in den Müll. Da müssen wir mal gucken, was wir da mal Stück für Stück in die Tonne. Rockhalle. Genau. Soll die Pappe verbrannt werden? Hier ist keine Pappe drin. Aber der ist verbrannt. Ja, hinterher. Genau. Ja, ihr Lieben, danke fürs Mitkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen ein bisschen. Und ich würde mich freuen, euch morgen wieder mitnehmen zu dürfen. Als Stückel durch unseren Tag. In dem Sinne, habt euch wohl. Habt einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.